Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und habe für euch heute den nächsten Teil der Tag auf Grundausbildung dabei. Und wir wollen auf jeden Fall heute noch einmal nach Shoreline gehen, bevor wir uns vielleicht dann im Weiteren mal mit einer anderen Karte beschäftigen. Vielleicht mache ich auch noch eine vierte Folge zu Shoreline, weil die Karten kennenlernen, das ist wirklich meiner Meinung nach so in Tag auf das A und O. Und gerade wenn ihr anfangt mit dem Spiel, fokussiert euch vielleicht erstmal auf eine Karte. Lasst so ein bisschen vielleicht auch erstmal für den ersten Vibe oder den ersten Patch, den ihr spielt, so ein bisschen vielleicht die Mission außen vor. Versucht erstmal Fuß zu fassen, Erfolgserlebnisse zu sammeln. Ich weiß, man kommt dann halt mit den Händlerstufen schwer hinterher. Man muss früher oder später anfangen, Missionen zu machen. Aber wie gesagt, für eure Erfolgserlebnisse solltet ihr immer mal wieder eine Runde einstreuen, wo ihr einfach sagt, so komm, ich gehe einfach rein. Wir machen das so, wie wir das in den ersten beiden Folgen gemacht haben und deswegen fangen wir jetzt nämlich auch gleich an. Wir werden jetzt hier mit unserem Scav reingehen und werden versuchen, mit dem Scav lebend die Karte wieder zu verlassen, um dann mit der Ausrüstung selber vielleicht eine PMC-Runde zu machen. Bis jetzt lief das in der Vergangenheit recht gut. Mal gucken, ob wir das jetzt hier auch hinkriegen. Wird natürlich gern beide Runden überleben. Ganz einfach, wenn wir jetzt hier die Runde überleben, dann haben wir, glaube ich, schon mal wieder einen Rucksack, wie es aussieht. Eine Scav-Weste ist jetzt nicht so pralle. Da müssen wir gucken, ob wir das vielleicht in der Runde noch verbessern können. Die Wepper, da kann man auf jeden Fall schon mit arbeiten. Wir haben hier oben drauf sogar eine Tactical Tooler, wie es ausschaut. Und, Tactical Tooler ist es nicht. Es ist hier tatsächlich so ein, AK, Sandschutz, Staubschutz mit oben drauf einer Picatinny-Schiene, wo ein Visier drauf ist. Also das ist schon mal nicht schlecht. Vorne fehlt ein Mündungsfeuerdämpfer, irgendwas in die Richtung. Und Schulterstütze fehlt natürlich. Also zum Kämpfen ist das jetzt so, ehrlich gesagt, wenig geeignet. Da sollte man zumindest noch zusehen, dass man hier eine Schulterstütze dran bekommt, dass man vorne noch, einen Mündungsfeuerdämpfer drauf bekommt, dann sieht das Ganze schon ganz gut aus. Aber schauen wir erstmal. Wir werden dann, falls wir es rausschaffen aus der Runde, mal gucken, was wir so mit Händlerstufe 2 schon alles machen können mit der Waffe. Händlerstufe 1 hatte ich ja schon viel zu gesagt. Das ist natürlich, da hat man sehr viele Basisgeschichten. Da ist auch noch nicht groß was mit Modding möglich. Aber so, sobald man die Händler so auf Level 2 gebracht hat, da kann man schon ein bisschen was tun. Da kann man auch schon ein bisschen was wirklich extrem verbessern. Aber soweit sind wir natürlich noch nicht. Wir sind jetzt hier gestartet. Wir müssen Road to Customs raus, beziehungsweise Lighthouse, das ist der Leuchtturm. Wir haben noch 35 Minuten, also die Runde ist noch nicht allzu alt. Wir gucken mal, was wir dabei haben. Wir haben sogar einen Berghut-Rucksack. Wir haben hier noch eine Bandage. Hier vorne, jetzt weiß ich auch, wo die Verstecke sind. Ich habe im Livestream mir das Ganze dann nochmal ein bisschen zu Gemüte geführt und habe versucht, da ein bisschen besser zu werden, was das angeht. Also hier ist ein Versteck. Und das sieht auch noch ungelootet aus, ehrlich gesagt. Wir nehmen erstmal einfach alles mit, was da ist. Festplatte, noch mehr US-Munition. Das ist Unterschall-Munition. Ist jetzt nicht die allergeilste Munition, aber... So, haben wir jetzt eine Pistole noch dazu. Und jetzt würde ich sagen... Machen wir uns... Über den Checkpoint. Ich habe da gerade Scav-Gebrabbel gehört. Oben drauf steht gerne mal ein Sniper-Scav. Der ist auch da. Also wenn ihr jetzt vorhabt, hier irgendwie die Scavs zu überfallen, dann solltet ihr erst sicherstellen, dass der Sniper-Scav tot ist. Und mit einer Wepper ohne Schulterstütze will ich das Risiko ehrlich gesagt nicht eingehen. Jetzt habe ich... mich so von dem Scav irritieren lassen. Hier drin ist übrigens noch eine Waffenkiste. Könnt ihr auch noch mal reingucken. Scav läuft die ganze Zeit in den Stacheldraht. Scheint auch nicht das hellste Köpfchen zu sein. Aber er hat sowieso nur eine Tots. Eine Waffe, die mich jetzt nicht sportlich sonderlich interessiert. So, wir werden jetzt versuchen... den Weg über außen zu nehmen.
mal ganz kurz gucken, was wir hier für Munition drin haben. Wir haben sogar BP-Munition in der Waffe. Also das ist natürlich... Holla die Waldfee, das ist die beste Munition, die ihr in der AK haben könnt. Also, das war aber nicht nett von dir, ne? Dass du dich hier hinlegst und mich abaimst. Das war ein Scav-Player. Das war auf jeden Fall keine sympathische Nummer von ihm hier. Ich glaube, er wollte uns umbringen. So, damit haben wir schon mal... Jetzt sind die Scavs natürlich am Checkpoint mad. Das heißt, wir hauen jetzt hier ab. Also, ich habe den nur... Neben mir sich hinlegen, das, der hat den Fehler gemacht. Wenn er einfach so auf mich geschossen hätte, hätte er mich hier wahrscheinlich kassiert. Mit seiner Pumpgun. Zwei Schuss in den Oberkörper wäre für mich Feierabend gewesen. Er hat jetzt den Fehler gemacht, er hat sich hingelegt, das habe ich gehört. Und Scavs legen sich nicht, wenn sie nicht getriggert sind, hin. Und dadurch, dass ich hier bis jetzt noch keinem Scav was zur Leide getan habe, also von den anderen Scavs am Checkpoint, sollte er nicht auf mich getriggert sein, also kein aggressives Verhalten mir gegenüber zeigen. Ich weiß, dass wir jetzt hier gerade wieder an einem Versteck vorbeigerannt sind, aber ich will hier, weil ich gerade geschossen habe, Meter machen. Also, dadurch wusste ich jetzt, dass er, entweder wollte er sich vor mir verstecken, aber im Zweifel traue niemanden. Ich gehe davon aus, dass er uns umbringen wollte. Und deswegen haben wir jetzt hier mal ganz kurz... kurzen Prozess mit ihm gemacht. So, und ich denke, dass wir jetzt auf jeden Fall schon in Richtung Ausgang marschieren. Einfach, weil wir dann die Ausrüstung wieder nutzen wollen für eine PMC-Runde. Warum mache ich das? Würde ich euch empfehlen, das so zu machen. Weil ihr halt mit dem Scav... Wir können das mal ganz kurz jetzt hier... Der Scav hat ein eigenes Level, ja. Gucken wir mal ganz kurz hier, overall. Das hier sind die Raids meines Scavs. Ich habe jetzt in diesem Patch 49 Mal mit einem Scav gespielt, 65% Überlebensrate. Und der Scav hat auch eigene Skills. Ja. Das ist schön und gut, wenn ihr die Skills von eurem Scav levelt, bringt euch für euren PMC aber überhaupt nichts. Das Level und die Stats von eurem Scav könnt ihr immer nur sehen, wenn ihr im Raid euch selber befindet. Also wenn ihr gerade mit einem Scav in der Scav-Runde seid, dann könnt ihr euch eure Stats mit eurem Scav angucken. Aber wie gesagt, es bringt mir jetzt gar nicht allzu viel, die Stats meines Scavs hochzuleveln, also die Skills, sondern ich will die Ausrüstung lieber nutzen, um eine gute Basisausstattung für umsonst zu haben, um dann mit meinem CMC in die Runde reinzugehen und dessen Stats zu leveln. Ganz einfach, weil mich das weiterbringt, weil es mich dann auch stärker macht, schneller macht, mehr Ausdauer. Das ist, wie gesagt, ist nice to have auf dem Scav. Wenn ihr Zeit für beides habt, auch gut. Dann macht das. Bei den meisten Leuten reicht die Lebenszeit halt nur aus, um eine Sache zu leveln. Und deswegen würde ich euch hier ganz klar empfehlen, beschränkt euch auf euren PMC. Nutzt das, was ihr hier bekommt. Hier irgendwo muss noch ein Versteck sein. Das würde ich vielleicht noch ganz gerne looten. Kann auch sein, dass ich schon vorbeigelaufen bin. Ah, hier ist es. So, wir sind jetzt auch schon kurz vorm Ausgang. Nochmal ein Chainlet, nochmal Nägel und nochmal ein Energy Drink. Wie gesagt, da hinten sind noch deutlich mehr Verstecke, aber ich möchte jetzt hier eigentlich nur die Runde verlassen, die Ausrüstung mitnehmen und dann mit dieser Ausrüstung, vielleicht können wir hier noch Scav töten. So.
Also keine große Action. Wir haben einen Scav-Player getötet, haben jetzt das Zeug mit rausgenommen. Wir haben immerhin noch ein besseres Rig. Wir haben ein bisschen was, wir haben ein bisschen was gefunden, was wir nutzen können, um es zu verkaufen. Im Übrigen, nochmal zu dem anderen Kollegen, den wir hier erschossen haben. Wenn ihr irgendwo in der gedeckten Stellung seid, ihr hört Schritte, es läuft jemand an euch vorbei. Aufstehen und hinlegen ist so mit Abstand das lauteste neben Sprinten, was man machen kann. Hockt euch lieber hin oder bleibt einfach stehen und schießt dann aus dem Busch heraus. Aber sich hinlegen und aufstehen in naher Distanz, also das waren ja jetzt keine 30, 40 Meter, die wir weg waren von ihm. Es ist so laut, man hört es sofort, selbst wenn man keine Kopfhörer auf hat. Deswegen hätte er sich jetzt einfach nur hingehockt und geschossen, bin ich mir ziemlich sicher, dass er das Feuergefecht gewonnen hatte, weil ich habe ihn nicht gesehen. Ich wäre jetzt einfach dran vorbeigerannt, er hätte mir sogar in den Rücken schießen können. Von daher, den einzigen Fehler, den er jetzt gemacht hat, ist, sich hinzulegen, um vielleicht einen präziseren Schuss zu machen. Da auf jeden Fall maximal mit der Hocke arbeiten in solchen Situationen. Klar, wenn ihr auf große Entfernungen einen sicheren Schuss machen wollt, dann ist es manchmal ganz clever, sich hinzulegen. Aber für kürzere Entfernungen würde ich immer mich nur hinhocken oder im Zweifel einfach stehen bleiben. So, jetzt müssen wir das Ganze hier noch in unseren Account transferieren. Viel ist es jetzt ja nicht. Zack, zack. Und dann nehmen wir noch die Munition mit. Das Cappy können wir auch verkaufen. Und das Messer können wir natürlich auch verkaufen. So, und dann wollen wir jetzt mal schauen, was wir davon... Also, wie gesagt, wir haben jetzt hier BP-Munition, das ist auf jeden Fall eine faire Nummer. Habe ich auch selten erlebt, dass, also das können wir jetzt hier erstmal reintun, das können wir hier reintun. Ich werde jetzt aber die 10-Schuss-Magazine alle ausleeren. So, das hier auch. Unload Ammo, zack, so. Die verkaufen wir auf jeden Fall. Die Pistole brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Mittlerweile ist es so, dass ihr immer gucken müsst. Zum Beispiel, also es wurde jetzt gepatcht, zum Beispiel Skia kauft jetzt auch Waffen. Ja? Müsst ihr mal gucken, Skia würde uns jetzt hier für die Mütze 708 geben, für die Pistole 7800. Mal gucken, was Mechanik uns geben würde, 8900. Gucken wir mal, was, ob Jäger die auch kaufen würde. Nee, würde er nicht kaufen. Was gibt Rapo uns dafür? 8000. Also verkaufen wir die Pistole auf jeden Fall für den höchstmöglichen Umsatz bei Mechanik. Jetzt gucken wir nochmal. Mechanik gibt uns auch das meiste für die Schrotmunition. Können wir mal ganz kurz gucken. Rackman würde uns 895 Rubel für die Mütze geben, Skia nur 700, also verkaufen wir die Mütze. Das sind jetzt natürlich nur einfache Beispiele, ne? Aber ihr solltet jetzt jedes Mal wirklich gucken, wo ihr den größtmöglichen Profit rausholt und dann dort verkaufen. 17.000 Rubel bekommen wir für die Pumpgun, bei Mechanik sind es 16.000, bei Skia nur 14.000. Bei Prapo auch nur 14.000, also verkaufen wir die auch an, an Jäger, so. Also jetzt ein bisschen klein natürlich, ich wollte euch nur das Prinzip mal zeigen, wenn ihr jetzt wirklich das meiste aus eurem Geld rausholen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall Preise vergleichen. So, jetzt haben wir eine Milch, die Energy-Dose, die können wir hier erstmal zwischenparken. Festplatte brauche ich nicht. Ich habe mein Hideout schon so gut es geht ausgebaut. Das heißt, wir können die jetzt hier für 13.500 reinstellen, verkaufen. Die Nägel brauche ich auch nicht mehr. Wie gesagt, falls ihr noch Hideout ausbauen müsst, dann kommt sowas auf jeden Fall in die Lucky Scav Box. Solltet ihr noch keine haben, empfehle ich euch unbedingt, euch so eine Lucky Scav Box zuzulegen. Die ist irrsinnig groß. Ihr seht es halt, wie viel Platz ihr damit spart. Und da könnt ihr alles, was ihr für den Hideout-Ausbau braucht, reinpacken. Ich verkaufe jetzt hier die Nägel. Das sind zumindest nochmal jeweils 10.000 Rubel. Und jetzt noch das Chainlet. Das Chainlet können wir mal gucken, was uns das auf dem Flea Market bringt. Das sind auch nochmal 10.000. Stellen wir jetzt hier auch nochmal rein. So. Und jetzt wollten wir
einmal nochmal ganz kurz schauen. Ich habe hier noch zwei AK-Magazine rumliegen. Das eine machen wir jetzt komplett voll mit BP-Munition. Und das kommt auch direkt in die Waffe. So, und jetzt gucken wir mal. Letztes Mal haben wir uns ja so mit den, die letzten beiden Folgen haben wir uns mit den Level 1 Händlern beschäftigt. Jetzt gucken wir einfach mal, was wir bei Prapor Level 2 bekommen. Da bekommen wir nämlich auf jeden Fall schon mal, das wären jetzt hier AK-74 Schulterstützen. Gucken wir mal auf Level 1, wo wir so eine AKM Schulterstütze herbekommen. Hier, das ist Level 1 Woodenstock für die VPO 136, also das ist hier eine AKM-Schulterstütze. Die können wir kaufen, die gibt es auch schon ab Level 1, die können wir jetzt hier hinten ranpacken und dann haben wir zumindest schon mal eine Schulterstütze. Wir können ja mal ganz kurz uns die Waffe anschauen. Ohne die Schulterstütze habt ihr jetzt einen Recoil von 448, eine Genauigkeit von 2,2 und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir die Schulterstütze ranpacken. Ja, wir haben jetzt einen Recoil von 282, also schon erheblich verbessert. So, schauen wir nochmal, was wir sonst noch so machen können. Bei Prapor Level 2 können wir auf jeden Fall dieses Recoil-Pad kaufen. Das packen wir nämlich dann da gleich hinten ran. Und dann gucken wir mal bei Skia, Prapor und Peacekeeper. Das sind die drei, die vor allem für die AK-Reihe die meisten Anbauteile haben. Jetzt gucken wir mal hier bei Level 2, was wir hier noch so finden. Da könnten wir jetzt zum Beispiel noch einen Sturmgriff nehmen, wenn wir das denn möchten. Wir haben, können auch nochmal Level 1 und 2. Level 1 gibt es jetzt hier nichts Großartiges mehr. Nicht, dass ihr jetzt Angst habt, dass ich euch was unterschlage. Und bei Level 2 können wir jetzt tatsächlich auch noch hier vorne, könnten wir, wenn wir möchten, ja, würde ich jetzt auf jeden Fall machen, ein Senate DTK1. Um den anzubringen auf der Wepper, braucht ihr aber hier dieses Tactical Tooler AK. Das ist nicht teuer, 683 Rubel. Das Ding, ihr seht das hier, das kommt da drauf und dann kann man das, das machen wir gleich zusammen. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken, ob wir noch irgendwie was in Richtung Handguard, das hier passt zum Beispiel auf die Wepper. Und das Schöne daran ist, an diesem Handguard, ihr könnt einen Sturmgriff drunter setzen. Ja? Also kaufen wir uns das Ding und wir kaufen uns hier noch schön. Gucken wir mal ganz kurz, der bringt minus 1 Recoil, plus 6 Ergonomics. Der bringt plus 9 Ergonomics, gar keine Recoil Reduction. Und der hier bringt minus 2 Recoil, plus 5 Ergonomics. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen den hier. Das ist, denke ich, der beste Allrounder für das, was wir jetzt mit Level 2 machen können. So, und jetzt haben wir schon fast eine richtig gute Waffe uns zusammengestellt. Was uns jetzt vielleicht noch fehlen könnte, das gibt es aber leider erst ab Level 3. Das ist hier dieser RK3 AK Pistol Grip. Den können wir leider noch nicht holen, aber macht auch nichts. So, jetzt gehen wir mal hier auf Inspect und wir können die ganzen Teile jetzt einfach ranziehen. Ja. Wir bleiben hier nochmal bei den 282 Recoil und jetzt ziehen wir das Rubberpad hier drauf. Das sind schon mal wieder 22 Recoil weniger. Jetzt nehmen wir hier vorne das Ding ab, packen das hier vorne drauf. Das bringt auch nochmal minus 5 Punkte Recoil. Und jetzt können wir hier vorne noch den Sturmgriff dran backen. Jetzt sind wir bei 246. Jetzt hauen wir den Tooler da drauf. Und jetzt nochmal den DTK1. Und zack, sind wir nur noch bei 215. Also die Waffe ist jetzt schon so, wie sie ist. Wirklich brauchbar gemoddet. Wir haben ein Visier oben drauf. Wir haben wirklich brauchbare Stats, mit denen wir arbeiten können. Und die Waffe kommt jetzt so in unseren Waffenslot. So, wir sind aber noch nicht ganz fertig. Diese Unterschallmunition, die werden wir jetzt verkaufen. Filter bei Item, was gibt's dafür? Verkaufen wir die mal für 479. Ich mag die gar nicht. Die auch viel zu langsam fliegt. So, und jetzt werden wir uns bei Prapor, jetzt hier mal auf Level 1 gehen, können wir uns bei Prapor die PS-Munition kaufen. Die PS-Munition, danach kommt eigentlich nur noch die BP-Munition. Das sind die einzigen beiden Munitionstypen, die ich euch für die Waffe empfehlen würde.
PS-Munition ist für den Anfang echt brauchbar. Und da kaufen wir uns jetzt einfach mal. Ja, was machen wir mal? Ich würde sagen 150 Schuss. So. Und dann hauen wir hier die Munition rein. Und weil ich ganz gerne mit drei Magazinen, ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwo eins habe. Nee, sieht nicht so aus. Weil ich ganz gerne, wir könnten natürlich jetzt hier noch so eine Trommel dran bauen, die haben wir aber noch nicht. Also, weil ich ganz gerne mit drei Magazinen durch die Gegend laufe, werde ich jetzt hier mir noch ein drittes Magazin holen. Zwei Magazine, das ist dann wirklich die ganz sparsame Variante, aber das brauchen wir nun wirklich nicht. Das heißt so, die beiden Magazine sind PS, das in der Waffe ist BP. Wenn wir das Magazin nachladen, dann können wir hier die 18 Schuss BP reinladen. Was zu trinken haben wir dabei? Ansonsten, das kommt raus, das kommt natürlich raus, das haben wir alles nicht, sondern wir nehmen das, was wir kaufen können. Wir kaufen uns ein Car-Kit, kaufen uns gleich mal zwei Car-Kits, dann kaufen wir uns noch einmal Painkiller und wir kaufen uns hier das. Und dann, ich würde euch auch immer empfehlen, so schnell wie möglich euch von AI und Bandages zu lösen. Die können wir eigentlich nochmal an Therapist verkaufen. Einfach, weil ihr damit zu häufig Probleme habt, dann erstmal die Blutung stoppen, dann hochheilen. Deswegen, sobald ihr Car-Kits nutzen könnt, nutzt erstmal die. Und dann, wenn ihr bessere Sachen wie Ifex und Salevas nutzen könnt, würde ich euch dringend auch dann die empfehlen. So, jetzt packen wir uns hier nochmal die Wechselmunition auch in den Safe-Container. Dann haben wir jetzt hier zumindest schon mal einen Rucksack. Wir haben eine Waffe, wir haben Wechselmagazine, wir haben Verbandsmaterial. Jetzt geht es noch darum, bei Rackman uns noch mit einer Comtex zu versehen. Und dann gucken wir mal auf Level 2, was wir da für eine Weste tragen könnten. Diese Weste hier ist eigentlich echt nicht verkehrt. Das ist immerhin eine Level 3 Weste, die können wir mal kaufen. Und dann sind wir eigentlich schon fertig ausgerüstet. Helm verzichte ich jetzt tatsächlich drauf. Das ist mir, das hatte ich ja schon mal erklärt, ist mir einfach zu teuer. Und ich bin jetzt nicht so der größte Fan von diesem grünen Russenhelm. Klar kann da mal was dran bouncen, aber ich persönlich, wie gesagt, die einzigen Helme, die für mich was bringen, sind entweder sowas wie ein Altin-Helm oder hier unten Helme mit Scheibe, wo ihr dann wirklich auch in der Lage seid, schlechte Munition mal zu blocken. Klar ist das ein bisschen, wenn jetzt ihr mit Pistolen oder Schrotmunition beschossen werdet. Aber wenn wir jetzt mal ganz kurz nochmal gucken, Rackman Level 1, der Helm kostet halt auch 21.000. Das ist in etwa das gleiche, was wir jetzt in unsere Waffe gesteckt haben. Ich persönlich, das muss jeder für sich selber wissen. Vielleicht probiert es einfach aus und stellt dann fest, was euch persönlich besser liegt. Ich verzichte auf den Helm und das können wir auch noch verkaufen. So, und jetzt sind wir ausgerüstet und ich würde sagen, jetzt gehen wir auf Shoreline. Und unser Plan ist jetzt mit der Ausrüstung einmal die Verstecke abzulaufen. Also gar nicht jetzt groß ins Ressort zu gehen, sondern versuchen, die Verstecke abzulaufen und mit den Verstecken dann vielleicht ja, ein bisschen was an Loot rauszuschleppen. Wir haben jetzt sogar mit der BP-Munition Munition gefunden beim Scav, wo wir mit dem ersten Magazin echt ohne Probleme jede Armor niederkämpfen können. Also das ist natürlich jetzt der pure Luxus. Man muss jetzt, müsst ihr jetzt, wenn wir jetzt auf Scavs treffen, würde ich vielleicht sogar so weit gehen und sagen so, ich lade das Magazin nochmal um und nutze lieber die PS-Munition. Das ist dann so eine Sache, müsst ihr für euch selber entscheiden. Für Scavs reicht in der Regel locker die PS-Munition aus. Bei Spielern auch in der Regel. Aber wenn ihr dann doch mal auf einen vollgegierten stoßt, dann ist so ein BP-Magazin natürlich sehr stark. Vielleicht noch mal ein, zwei Worte zu der Vepa. Für mich wirklich eine sehr, sehr geile Waffe für den Anfang. Den einzigen Unterschied, das ist im Prinzip die zivile Variante der AKM, ja, oder der AK-47. Ist eine 7,62 AK, die quasi halbautomatisch ist. Bei der AKM, wenn die nicht voll gemoddet ist, dann würde ich euch aber auch immer dazu raten, lieber die als Halbautomate, also Einzelfeuer zu schießen.
Klar, bei der AKM ist halt dann noch der Luxus, ihr könnt dann auf kürzere Entfernung auch mal Feuerstöße abgeben, aber die wird dann, selbst eine AKM, wenn sie gut gemoddet ist, wird im Feuerstoß super unpräzise. Bedeutet, dass ihr halt echt wirklich, wenn dann überhaupt, nur auf kürzeste Entfernung die Feuerstöße machen solltet und ansonsten immer mit Einzelfeuer. Deswegen ist der Nachteil, den die Weber, dass sie nur ein Halbautomat ist, mitbringt, eigentlich gar nicht so groß. So, wollen wir mal gucken. Wo wir jetzt hier Regen ist natürlich unser Freund. Warum? Weil mit schlechtem Wetter die ganzen Mosin-Schützen, die ganzen Leute mit ihren Scopes jetzt auch nicht wirklich weit gucken können. Und wenn ich das jetzt richtig gehört habe, haben wir jetzt hier gerade Regen auf der Karte. So, und dann wollen wir mal hoffen, dass sich unser Investment jetzt hier ausgezahlt hat und dass wir vielleicht ein bisschen was rausschleppen können. Wie gesagt, wir haben jetzt eigentlich nur unsere Ausrüstung ein bisschen gepimpt. Den Großteil der Ausrüstung haben wir aus unserer Scaff-Runde mitgeholt. Und das, was wir in der Scaff-Runde auch noch verkauft haben, hat uns halt auch ermöglicht, die Waffe zu verbessern, etc. Das einzige Invest war jetzt eigentlich wirklich die Rüstung und die Comtex. Und halt die Car-Kits, aber die sind jetzt auch nicht wirklich teuer. Und wenn ihr das so am Anfang immer macht, eine Scaff-Runde mit dem Zeug rauslaufen und dann euren PMC spielen, dann werdet ihr früher oder später halt immer mit halbwegs brauchbarer Ausrüstung in so eine Runde reingehen. Jetzt sind wir hier direkt am Strand gespawnt. Das erste Versteck liegt hier vorne direkt an so einem umgestürzten Baum. Auf der Seite hier sind die Verstecke. Ich will gar nicht dahin in die Ortschaft rennen. Und für alle diejenigen, die jetzt immer noch überlegen, wovon redet er die ganze Zeit? In der Tarkov-Grundausbildung Folge 2 habe ich mit euch die Karte besprochen. So, schnell, schnell hier gucken. Ausholen, was da ist. BP-Munition, RIP-Munition und weg hier. Was wir jetzt machen, wir lassen auch die Wilden außen vor. Deswegen, das waren sogar zwei. Eine M4 und eine 762 Waffe. Also es waren zwei Leute. Einmal habt ihr eine Mia gehört und einmal habt ihr eine M4A1 umgeschaltet gehört. Das war jetzt, deswegen wollte ich schnell da weg, weil häufig da auch Leute dann sofort gucken bei den Spawns. Ich kann jetzt mal ganz kurz gucken. Das war hier die M4, die hat uns nur am Arm getroffen. Was uns getötet hat, war die Mia mit der M80 Munition. Ist jetzt natürlich bitter gelaufen für uns. Ihr könnt euch jetzt übrigens hier entscheiden, ob ihr euch heilen wollt hier für den Rubelbetrag. Ich persönlich würde euch, sobald ihr euch das leisten könnt, aber empfehlen, weil wenn ihr jetzt hier auf Apply drückt, dann heilt ihr euch zwar günstig, aber ihr kriegt keine Erfahrung dafür. Das heißt, am Anfang macht das sicherlich Sinn, wenn man auch noch reduziert ist mit Heil-Equipment. Aber wenn ihr quasi schon ein bisschen was auf Vorrat habt, dann würde ich euch immer empfehlen, euch im Stash zu heilen, auf Heal All gehen und dann bekommt ihr hier auch die ganze Erfahrung dafür. Das passiert nicht, wenn ihr quasi euch da direkt heilt. Also wie gesagt, das ist gedacht für Leute am Anfang, die noch wenig Heilutensilien haben, die sich das halt auch noch nicht so wirklich leisten können. Für die ist das gut und brauchbar. Und für die Leute, die dann aber schon jetzt hier, keine Ahnung, ein paar Grizzlies auf Lager haben oder so, da würde ich euch immer empfehlen, euch im Stash zu heilen, weil ihr dann wenigstens die Heilerfahrung noch bekommt. Und die Heilerfahrung sorgt dafür, dass ihr Vitalität und auf jeden Fall Stress Resistance levelt. So, weil das jetzt ja natürlich total in die Hose gegangen ist, würde ich mal sagen, wir schauen mal, ob unser nächster Scav einsatzbereit ist. Der ist einsatzbereit. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze einfach nochmal.
Doch bevor wir das machen, wollen wir uns noch mal ganz kurz anschauen. Also in der ersten Scav-Runde sind wir hier oben gestartet, direkt am Bunker, haben hier das Versteck 13 gelootet, sind dann hier rüber gelaufen, haben hier den Scav-Player erschossen, sind hier an diesem Versteck 14 vorbeigelaufen, einmal die ganze Runde hier runter. Das Versteck 15 haben wir mitgenommen und sind dann hier in den Ausgang rein. Das war unsere erste Runde. Die zweite Runde, warum bin ich da jetzt so schnell gestorben? Das war schon ein Risiko, was ich gegangen bin. Wir sind hier unten direkt am Strand gespawnt. Ihr seht das hier unten auf der Karte. Und ich bin zu diesem Versteck 31 gelaufen, also hier direkt hoch. Die Kollegen, die uns abgeknallt haben, die sind hier in der Ortschaft. Hier ist auch ein Spawn. Und normalerweise ist das so, die Leute, die hier spawnen, rennen entweder direkt zu den Villen oder vielleicht sogar noch weiter Richtung Shoreline oben, dem Resort, oder looten hier die Ortschaft. Es ist eher selten, dass die Leute, die hier spawnen, direkt hier rüber krachen und dann hier in den Bereich laufen. Die waren jetzt wahrscheinlich sogar auf der Playerjagd oder whatever. Auf jeden Fall sind wir uns hier schon so schnell begegnet. Deswegen ich hätte natürlich mich hier auch erstmal hinhocken können, erstmal gucken können. Ich wollte hier dieses Versteck schnell mitnehmen und dann hier weiter Richtung Gas Station, also Tankstelle, laufen. Haben sich jetzt aber dagegen entschieden, hier die Ortschaft zu looten, sind auch nicht zu den Villen gelaufen und sind auch nicht oben ins Ressort gelaufen, sondern die sind mir jetzt hier quasi quer entgegengekommen und deswegen konnten die mir dann jetzt hier schon in den Rücken schießen. Und bei den Waffen, die benutzt haben, die M4 und die M1A mit der M80 Munition, da bringt euch halt eure Level 3 Weste auch überhaupt nichts. Das war jetzt schon ärgerlich, aber so ist halt Tarkov. Wie gesagt, ich hätte da natürlich auch ein bisschen vorsichtiger sein können. Können wir ja in der nächsten Runde dann versuchen. Ich wollte euch das jetzt nur mal ganz kurz erklären, wie konnte das dazu kommen, dass die mich jetzt hier schon so schnell erwischt haben. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mit dem Scav nochmal das gleiche auf Shoreline next. Und direkt rein. Wir haben jetzt hier eine AK 74 am Start. Sieht aus wie die Standardausführung AK 74. Ohne einklappbare Schulterstütze. Wir haben eine Scav-Weste und als Rucksack haben wir einen Sling. Also eine 6-Felder-Handtasche, würde ich es eher bezeichnen. Jetzt ist quasi der gleiche Plan. Wieder mit dem Scav rein, vielleicht unterwegs ein, zwei Verstecke looten, vielleicht noch einen Scav mitnehmen oder so und dann die Runde wieder verlassen, um wieder mit dem PMC reinzulaufen. Und wie gesagt, klar, war jetzt ärgerlich, wir haben uns jetzt schon ein bisschen Mühe gegeben, die Weber zu modden, aber das ist dann halt auch Tarkov, ne? Wie gesagt, wenn euch das zu häufig passiert, dann geht noch langsamer an die Runde ran. Versucht noch langsamer zu spielen am Anfang, überlebt die ersten 5 bis 10 Minuten. Aber wie gesagt, das war jetzt halt kalkuliertes Risiko. Und ich habe ins Gras gebissen. So, wir sind jetzt hier ganz am Ende gespawnt. Und es hört sich so an, als wenn vor uns was durch die Gegend läuft. Wir haben Sagustin, Paracord sogar am Start. Gucken, was wir in der Waffe haben. PS-Munition, die ist natürlich jetzt suboptimal. Das ist mal ganz höflich auszudrücken. Aber wir haben jetzt hier vor uns auf jeden Fall noch 2 Verstecke, die wir looten können. Oder eine ganze Menge Verstecke. Ruined Road ist übrigens hinten am Ende der Tunnel, links von dem Tunnel, der Ausgang. So, dadurch, dass wir nur 2 Magazine haben und die Waffe sowieso nicht gemoddet ist, spiele ich die lieber auf Einzelfeuer. So, hier unten ist ein Versteck. Müssen wir mal gucken, ob das überhaupt alles hier reingeht. Alkali nehmen wir erstmal mit. Fleece können wir auch erstmal mitnehmen. Wenn wir was Besseres finden, können wir immer noch Sachen wegschmeißen. Wie viel Zeit ist noch? 32 Minuten. Also jede Menge Zeit.
Ripstop, SMB-Munition und das Trinken. Das trinken wir jetzt einfach direkt. Also unsere erste Mission ist jetzt hier, uns zu verbessern. Ich würde sagen, am einfachsten ist das, indem wir vielleicht in Richtung der Baustelle laufen. Da laufen auf jeden Fall gerne Scavs durch die Gegend. Da sind dann auch noch ein, zwei Verstecke, die wir mitnehmen können. Wichtig ist jetzt nur, dass wir immer so ein bisschen die Augen aufhalten. Bei 32 Minuten kann es halt auch schon sein, dass uns schon Leute von der anderen Seite entgegenkommen, die quasi nur schnell an der Tankstelle huschi huschi reingekracht sind. Es kann natürlich sein, dass hier immer noch Leute liegen. Aber gerade in Scav-Runden, das müsst ihr entscheiden. Wenn ihr jetzt noch nicht so wirklich was Wertvolles dabei habt, Paracord ist jetzt auch nicht mehr wirklich viel wert. Ich würde sagen, die Pace macht immer euer Wert, den ihr in den Taschen habt. Und deswegen einfach versuchen in kürzester Zeit, das ist ja auch eure Lebenszeit, so viel wie möglich mitzunehmen. Jetzt können wir hier mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Scav finden, an dem wir uns dann verbessern können. Also hier patrouillieren eigentlich ganz gerne Scavs. Bevor ihr aber euch auf diese Ballerei mit den Scavs einlasst, solltet ihr euch vorher überlegen, ist da vielleicht noch einer? Hier ist noch ein Versteck. Können wir auch nochmal schnell looten. Es scheint auch noch was drin zu sein. Seife, brauche ich nicht. PS-Munition, die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Falls wir noch sowas wie eine SKS finden oder ähnliches. So, und ich würde sagen, wir laufen jetzt, auch wenn das Risiko hoch ist, hier über die Straße Richtung Baustelle. Da hinten steht ein Scav mitten auf der Straße. Wir laufen jetzt mal mit ihm. Also hier auf der Baustelle spawnen bis zu 4 Scavs. Das heißt, wenn ihr jetzt einen umgenietet habt, seid euch noch nicht sicher. Er hat für uns sogar eine 4er Weste an. Die wir uns jetzt direkt reinzergen. Ich habe jetzt versucht, die heil zu lassen. Dafür ist jetzt quasi der Helm draufgegangen. Aber wir haben jetzt immerhin eine Weste. Den Helm können wir trotzdem mitnehmen. Können wir immer noch verkaufen. Und jetzt haben wir auch noch eine vermeintlich stärkere Waffe. Zumindest mit besserer Munition. Falls jetzt hier noch Scavs sein sollten, die sind jetzt auf jeden Fall auf uns getriggert. Aber so eine Level 4 Armor, die ist schon mal echt nicht schlecht. Hier hinten auf der Baustelle wäre noch ein Versteck. Ich weiß nicht, ob es jetzt das Risiko wert ist, da hinzulaufen. Deswegen lasse ich es jetzt, glaube ich, erstmal. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich jetzt hier geschossen habe, dass hier schon Spieler wieder Lunte gerochen haben. Also, ich persönlich habe so meine Lieblingsverstecke, die man recht zügig, recht schnell und sicher looten kann. Und dann gibt es ein paar, vor denen habe ich dann halt wirklich Angst. So, was bis jetzt auch ein bisschen komisch ist, ist, dass wir noch keinerlei Schüsse gehört haben. Die Kombi an Waffen, die ich jetzt dabei habe, ist eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt, was wir mal ganz kurz machen können, ist jetzt hier die Waffe schon mal auf Autofeuer stellen. Ich habe jetzt eine Waffe mit 10 Schuss.
Ladestreifen. Und wenn die verschossen ist, dann kann ich immer noch als Nahkampfwaffe die AK-74 nutzen. So, jetzt können wir ganz kurz gucken, ob hier noch Scavs leben. Was wir natürlich jetzt auch machen können. Jetzt habe ich gerade mal Schüsse Richtung Shoreline gehört. Ist natürlich jetzt wieder mit Risiko verbunden. Ich würde ganz gern sehen, dass hier vielleicht noch Scavs leben. Können wir gucken, ob die Tresore da drin schon gemacht worden sind. Also, keine Ahnung. Wie gesagt, ist jetzt Risiko. Aber von nichts kommt nichts. Hier auch immer gucken. Können auch immer gerne Camper drin schimmeln. Achso, eine Sache. Wenn ihr gespawnt seid und die Sachen wurden gelootet, bevor ihr in die Runde gekommen seid, dann sieht das immer verschlossen aus. Ja? Wenn ihr jetzt schon von Anfang an in der Runde seid, dann und hier war jemand dran, dann ist die Tür offen. Also dann seht ihr, dass das gelootet worden ist. Aber dadurch, dass wir erst bei Minute 32 gespawnt sind und vielleicht hier schon jemand am Anfang gelootet hat, können wir jetzt nicht sagen, ob das schon offen ist oder nicht. Weil, ja, ihr seht, der Tresor wurde schon gelootet. Und ich kann es trotzdem nicht sehen. Weil quasi das passiert ist, da war ich noch gar nicht in der Runde. Deswegen kann es auch sehr gut sein, dass die Registerschränke schon gelootet sind, etc. Da will ich mich jetzt auch gar nicht zu lange mit aufhalten. Wenn jetzt hier nochmal die Leiche einmal checken. Da vielleicht noch was drin ist. Da scheint sogar noch was drin zu sein, aber nichts von Wert. Aber jetzt können wir hier am Strand nochmal gucken. Aber grundsätzlich haben wir jetzt wieder, ja, eine recht brauchbare Ausrüstung. Dieses Versteck hier hat meistens auch schon jemand gelootet. Ah, wobei... Das wurde noch nicht gelootet. Die Munition ist Müll. Aber das, was wir jetzt hier im Moment in den Verstecken finden, ist jetzt auch nicht so das Allerprallste. So, was ich komisch finde, ist, dass hier nirgendwo Scav-Leichen rumliegen. Trotzdem hier schon gelootet worden ist. Da liegt eine Scav-Leiche. Ich würde sagen, wir machen jetzt zu unserem Primärziel, hier aus der Runde rauszukommen, um dann wieder neu in die Runde reinzustarten. Das, was ich jetzt hier natürlich... Ihr könnt natürlich das Ganze auch ein bisschen langsamer machen. Ich würde an eurer Stelle wahrscheinlich auch immer lieber gehen als laufen. Ich laufe jetzt hier auch nur ein bisschen, damit das Video nicht zu lang wird. Und gehe damit natürlich ein höheres Risiko, gehört und gesehen zu werden. Also das muss euch immer klar sein. Wenn ihr anfangt zu laufen, dann hört man euch gerade mit Comtext schon sehr, sehr weit. Auf der anderen Seite... ist Geschwindigkeit natürlich auch ein Vorteil, ne? Also das auch so ein bisschen so Erfahrungssache, womit fahrt ihr besser? Lieber schnell durchkrachen und dann Gefahr laufen, dass ihr gehört werdet, aber vielleicht schon wieder weg sein, bevor die Gegner da sind. Oder lieber das Ganze ein bisschen langsamer angehen und sich nur gehend durch die Karte bewegen. Der Meinung, ich habe hier gerade was gehört.
Kontext ist das ja halt auch immer so ein bisschen trügerisch. So, aus gutem Grund lasse ich jetzt das Versteck da an dem kaputten Häuschen außen vor. So, jetzt müssen wir hier nochmal vorsichtig sein. Hier ist auch eine gern genommene Route von Leuten, die vom Ressort zurückkommen. So. Da liegt ein toter Player. Den hat scheinbar das gleiche Schicksal ereilt wie uns in der Runde davor. So, und das ist jetzt hier unser Exit, ganz hinten. Hier haben wir sogar einen Stein, wo wir uns verstecken können. Und zumindest haben wir wieder eine Scav-Runde überlebt. Leider die PMC-Runde nicht, aber mein Gott. Man kann ja alle Viertelstunde eine neue Scav-Runde beginnen und wenn ihr euren Hideout irgendwann ein bisschen ausgebaut habt, dann könnt ihr die Zeit sogar noch reduzieren und ich glaube alle 12 Minuten dann eine Scav-Runde machen. Also von daher schauen wir jetzt einfach, dass wir das wieder alles in unser Inventar reinbekommen. So, das hier rein, Waffe. Diese Stimulatoren, die können wir tatsächlich behalten. Die 30 Schuss PS Munition. Zack. Sonnenbrille. Jetzt können wir mal ganz kurz gucken, ob sich das denn noch lohnt, den Helm, den wir mit einem schönen Kopftreffer kaputt gemacht haben, ob es sich überhaupt noch lohnt, den zu reparieren. So, und jetzt liegt es halt an euch, was ihr für Munition am Start habt, welche Waffe ihr von beiden nutzen solltet. Ja, also die vermeintlich bessere Waffe ist natürlich die AK-74, weil sie euch einfach mehr Optionen bietet. Auf der anderen Seite müsst ihr halt überlegen, ob ihr euch schon die vernünftige Munition kaufen könnt. Wir haben jetzt hier noch 29 Schuss BP Munition, die ist ganz brauchbar. Ansonsten würde ich sagen, wir packen erstmal das, was wir haben, hier jetzt rein. Das Paracord, das kommt bei mir hier in mein meine Sammelgeschichte. Ripstop brauche ich tatsächlich sogar noch für eine Ragman-Mission. So, deswegen kann ich das auch gleich abgeben. Und diese ganzen Sachen, die können wir jetzt tatsächlich, die können wir jetzt verkaufen. Das sind jetzt hier können wir für 16.000 Rubel reinstellen. Was wir hierfür bekommen. Hier kriegen wir sicherlich gute 12.000 Rubel. So. Jetzt können wir mal gucken, was das hier, was die Reparatur kosten würde. 23.000. Ja. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was der Helm legit kostet. Der Helm kostet 33.000, komplett neu. Also die Reparatur könnt ihr euch sparen. Ich verkaufe den jetzt hier für 7.900. Und ja. Dadurch, dass ich jetzt BT-Munition, also ich könnte jetzt hier sogar Igolnik-Munition nehmen, aber ich habe hier noch gut was an Fundware BT-Munition. Das ist sogar noch die BT-Munition, die ich auch hier für die Videoproduktion gefunden habe. Das heißt, die werden wir jetzt nutzen, zusammen mit der BP-Munition. Die andere Munition, die könnt ihr wieder verstauen. Auch die PS-Munition, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, dann werden wir jetzt hier die SKS verkaufen. Wir gucken nochmal, wo wir den besten Preis erzielen. Bei Mechanic. So. Und jetzt werden wir das raus. Unload. Unload Ammo. Das raus. Und die BT-Munition. Packen wir jetzt hier hin. Da machen wir schon mal die beiden Magazine mit voll. Die SNB-Munition können wir hier dazu packen. So, jetzt machen wir das gleiche mit der AK-74, wie wir das vorhin gemacht haben. Das heißt, wir gehen wieder zu Prapor Level 2. Auch dieses Rubberpad könnt ihr hier draufziehen auf die AK-74. Dann gehen wir jetzt nochmal rüber zu Skia Level 2.
Da können wir mal ganz kurz gucken. Das ist, glaube ich, nur für die. Ne, das können wir auch auf die AK-74 draufpacken. Für 6000. Dann können wir das hier. Den hatten wir gekauft. Den können wir auch kaufen. Den können wir auch nochmal kaufen. Und dann können wir auch nochmal hier diesen DTK kaufen. Und dann haben wir eigentlich schon wieder eine recht geile Situation. So, den können wir direkt abmachen. Der passt sofort drauf. Da braucht ihr nicht die Übersetzungsschiene. Dann müssen wir hier das abmachen. Und zack, das raus, das rein, das dran. Und schwuppdiwupp habt ihr eine ordentliche Waffe wieder. Jetzt fehlt uns natürlich ein Visier. Ich habe hier noch ein paar Visiere rumliegen. Nehmen wir mal so ein PK-06. Das können wir hier gut draufpacken. So, jetzt haben wir auch noch gute Munition. Wir haben eine Level 4 Weste. Die Munition können wir hier unten reinpacken. Ein Wechselmagazin würde ich noch mitnehmen. Mal gucken, was hier für Munition drin ist. PS-Munition. Die wollen wir natürlich nicht nutzen. Und die BP können wir hier noch dazu packen. So, jetzt müssen wir natürlich nur noch wieder für einen Therapist uns ein einkaufen, so einkaufen. Und dann sind wir auch schon wieder Combat ready. So. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich, können das hier auch nochmal dazu packen. Also das Einzige, was wir jetzt noch tatsächlich brauchen, nachdem wir jetzt hier wieder ein bisschen Ordnung gemacht haben, das weg. Die ganzen Sachen könnt ihr natürlich auch noch verkaufen, dagegen tauschen. Das hier können wir noch wieder verkaufen für 12.000 Rubel. So. So wird schon mal wieder ein bisschen Ordnung. Ein bisschen Ordnung in die Bude. Das können wir auch noch verkaufen. Das war jetzt auch nichts wert. Das Vlies, das könnt ihr auch immer liegen lassen. So, jetzt brauchen wir noch wieder einmal Comtex. Einmal die günstigen Comtex. Und eine Sturmmaske müsste ich hier noch irgendwo liegen haben. Zack, so. Und dann das Alkali können wir auch noch verkaufen. Das ist 12.000. Das kriegen wir für 12.500 weg. So. Und damit sind wir wieder ausgerüstet. Wir haben jetzt kein großes Backpack. Wir haben Comtex. Wir haben eine AK. Wir haben BT-Munition. BT ist übrigens Leuchtspur, aber ist nach Igolnik und BS die beste Munition, die ihr nutzen könnt. Also von daher ist das schon sehr gut. Die viertbeste ist die BP-Munition. Und ich würde sagen, so starten wir jetzt nochmal in eine Runde. So, dann würde ich sagen, sind wir ausgerüstet. Unser nächster Scav hat sogar eine Weste an und ein Zielfernrohr. So, Shoreline, 11.43 Uhr, next, alles versichern. Und dann geht's wieder rein. Ja, dann hoffen wir mal auf eine bessere Runde als die, die wir eben hatten. Wollen wir gucken. Also, ihr seht, viele der Anbauteile kann man halt für beide Waffen nutzen, für die AKM als auch für die AK-74. Das ist das Schöne an den AK-Reihen, dass man halt sehr viele Sachen für beide Kaliber nutzen kann, für die AK-74-Reihe als auch für die AKM-Reihe. So, wir werden das Ganze jetzt ein bisschen langsamer angehen. Ich will euch natürlich auch mal, auch mit dem PMC, dann mal irgendwie das Gefühl geben, dass man so eine Runde auch überleben kann. Wobei ich muss sagen, bis jetzt haben wir, denke ich, plus minus null. Also wir haben jetzt nicht groß Credits verbrannt. Wir sind jetzt sogar noch rüstungstechnisch ein bisschen besser ausgerüstet als die Runde davor. Nur bei der Waffe, die BP-Munition mit der Wepper, das war natürlich schon ein bisschen größere Luxussituation. Jetzt hier mit der AK-74, aber mit der BT-Munition sollten wir eigentlich auch ganz gut zurechtkommen. Und dann gucken wir einfach mal, was die Runde für uns parat hält. Ich würde jetzt lieber tatsächlich auf der anderen Seite spawnen. Aber das
Müssen wir jetzt einfach mal abwarten. So, geht auch schon quasi los. Und dann, wie gesagt, jede Runde, die ihr mit eurer Ausrüstung überlebt, die ihr die Ausrüstung vielleicht noch verbessern könnt, ist dann eine Plusrunde. Das eben war jetzt keine Plusrunde, aber dadurch, dass wir halt uns die Hauptausrüstung immer aus den Scav-Runden rausgeholt haben und dann auch noch ein bisschen was mitgeschleppt haben, was wir verkaufen konnten, würde ich sagen, sind wir jetzt ungefähr bei plus minus null. Wir haben jetzt nicht groß Profit gemacht, aber wir haben auch kein wirkliches Minus gemacht. Aber bis jetzt waren wir auch nur einmal mit dem PMC drin. So, jetzt sind wir hier direkt. Das ist natürlich. Wir sind jetzt direkt auf dem Weg nach Shoreline gespawnt. Was ein bisschen ärgerlich ist, weil uns jetzt hier natürlich Gott und die Welt entgegenkommen kann. Und daher werde ich jetzt mich hier erstmal in den Busch hocken und warten. Da oben, da turnen ganz gerne Leute rum. Im Prinzip kommen jetzt alle Spawns auf uns zu, wenn sie Richtung Ressort wollen. Stell jetzt hier mal auf Einzelfeuer. Beziehungsweise bei der Waffe könnt ihr auch auf Vollauto lassen. Die hat so eine geringe Kadenz, dass ihr eigentlich auch noch ganz gut gezieltes Einzelfeuer machen könnt. Bei einer M4 würde ich dann immer wirklich umstellen. Aber hier ist jetzt halt. Wir warten jetzt erstmal und gucken, ob uns hier was entgegenkommt. Und dann können wir gleich anfangen, hintenrum die Verstecke zu machen. Ich denke, das ist die bessere Option. Aber hier ist am Anfang so viel Traffic. Da ist es manchmal echt besser, wenn man hier erstmal wartet. Die Gegner im Zweifel, die nach Shoreline, die high-gegearten Spieler, die nach Shoreline wollen, oben ins Ressort rein, an einem vorbeilaufen lassen. Und falls euch hier was über den Weg läuft, könnt ihr es dann immer noch abknallen. Sag, da geht's schon los. Da oben auf dem Hügel, wie gesagt, für sowas wäre jetzt natürlich ein Vierfachscope nicht schlecht. Aber die Dinger kosten halt auch ein Schweinegeld. Und sind am Anfang auch. Am Anfang kann man die gar nicht kaufen, sondern nur finden. So, da geht's schon los. Die ersten sind schon ins Ressort gesprintet. Ich würde sagen, wir warten noch so gute 2 Minuten. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Ist immer ein gutes Zeichen, wenn da oben schon viel geschossen wird, weil das bedeutet natürlich, dass Spieler sterben, im besten Falle. Und jeder Spieler, der tot ist, ist schon mal ein Spieler, der euch nicht mehr nach dem Leben trachtet. Das ist halt. So, jetzt hat der Regen auch mal aufgehört. Jetzt kann man auch mal ein bisschen besser hören. Hört sich so an, als wenn hier was auf uns zukommt. Auf dem Hang sehen wir nach wie vor keine Bewegung. Das ist so meine Hauptorientierung. Und ansonsten gucke ich natürlich so, ob rechts, links irgendwie was durchs Bild huscht. Wir haben aber auch keine Schüsse auf dem offenen Feld gehört. Also entweder sind die direkt zur Tanke abgeflitzt oder alle direkt nach Shoreline hochgesprintet. So, ich würde sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg. Gehen das so vorsichtig wie irgend möglich an. An der Mauer entlanglaufen ist natürlich auch immer so ein bisschen, man zeichnet sich dann doch auch ganz gerne gegen die Mauer ab. Was ihr auch machen könnt ist, was viele auch ganz gerne machen, wenn ihr keinen Scope dabei habt und ihr wollt ein bisschen reinzoomen, aber ihr wollt halt nicht auf ein bestimmtes Ziel zoomen,
Einfach nach unten scopen, dann geht das Bild ein bisschen dichter ran und dann über die Visierung hin schauen, ob ihr was seht. Jetzt im Offenen durch die Gegend zu rennen. Macht mir Bauchschmerzen, sage ich ganz ehrlich. Wie gesagt, die Anfangsminuten auf den meisten Karten, das sind die gefährlichsten und schlimmsten. Wenn man die Anfangsminuten erstmal überlebt hat, dann ist das eigene Überleben doch um einiges wahrscheinlicher. Gerade in den ersten paar Minuten, wo die Spawns auch sehr dicht beieinander sind, da sterben häufig die meisten. Also ich würde mal so sagen, im Schnitt, gerade für so Karten wie Shoreline, Interchange, Customs, gilt so die goldene Regel, in den ersten 5 Minuten sterben 80% der Spieler. Gerade auch die, die sich dann um die High-Loot-Spawns battlen. Und die, die sich am Anfang ein bisschen passiver gehalten haben, so wie wir jetzt hier, das sind dann eher die Leute, die versuchen, ihre Missionen zu machen, die gar nicht so unbedingt auf jetzt super krass Gefecht aus sind. Aber die, die, wie gesagt, meistens am Anfang der Runde in den ersten 5 Minuten sterben, das sind die, die entweder zu den High-Loot-Spawns krachen oder so wie wir halt Pech hatten, dass sie direkt in andere Gegner, die direkt daneben gespawnt sind, reingelaufen sind. Aber wenn man sich so ein bisschen die Zeit nimmt und versucht, die ersten 5 bis 10 Minuten auf so einer Karte zu überleben, das ist natürlich noch keine Überlebensgarantie, keine Frage, weil auch im späteren Verlauf einer Runde kann man durchaus immer noch auf Spieler treffen. Hier war doch noch ein Versteck, das können wir auch nochmal mitnehmen. So, wir sammeln erstmal wieder alles, was wir so finden. Handgranate ist auch gut, noch eine Handgranate, umso besser. Wenn ihr das PK06 spielt, noch so ein kleiner Tipp. Ich würde das immer, das ist immer nur standardmäßig auf 25 Meter genullt. Wenn ihr das als Hauptvisier nutzt, dann würde ich das auf 50 Meter nullen. Das ist eine gute Kampfentfernung und für die meisten Situationen die perfekte Entfernung. 25 Meter ist immer ein bisschen kurz und 100 Meter ist dann schon wieder in den meisten Situationen zu dolle. So, wir bewegen uns jetzt mal zu den anderen beiden Loot-Verstecken hier hinten noch. Irgendwie hat da scheinbar keiner so richtig Interesse dran gehabt. Natürlich versucht man hier auch mit diesen Loot-Verstecken immer was zu finden, was man sich dann in Safe-Container irgendwie reintun kann. Zum Beispiel die Schokolade, die Autobatterie. Die ist am Anfang von so einem Vibe, hätte ich die jetzt mitgeschleppt. Aber dadurch, dass ich auch nur einen Sling habe und die auch leider nicht mehr viel wert ist, lasse ich die da jetzt liegen. Das sind halt einfach mal sportliche 12 Kilo, die ihr da mit euch rumschleppt. So, jetzt nehmen wir nochmal. Das hier ist wahrscheinlich mitunter das gefährlichste Versteck überhaupt. So, nehmen wir das nochmal mit. Und das Wasser auf jeden Fall. Den Bohrer. Ja, dann müsste ich das Xenomorph hier wegschmeißen. Das machen wir, komm. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Ich lasse das mal hier für jemand anders, wenn der Bock drauf hat. Ist keine Ahnung, gerade aus dem Kopf, was aktuell teurer ist oder mehr wert. So, jetzt würde ich sagen, bewegen wir uns wieder entlang der Straße. Weil da halt auch noch die Verstecke sind.
Und weil wir da vorne vielleicht den einen oder anderen Scav umnieten können. Wir haben jetzt auch eigentlich lange genug Zeit gebraucht. Also wenn jetzt hier wirklich noch Leute hängen, dann wollten die euch auch unbedingt abcampen. Aber ansonsten haben wir jetzt hier eigentlich auch lange genug Zeit verstreichen lassen. Okay. War das jetzt auf mich? Bin jetzt nicht ganz sicher, das war ein geschalldämpfter Schuss. Und ich weiß nicht, ob der mir galt. Keine Ahnung, wo der Schuss jetzt herkam. Das jetzt einfach nur random Schuss war. Oder ob da oben auf dem Hügel irgendjemand geiert. Der Schuss ist irgendwo in Metall geflogen. Es kann auch sein, dass da jetzt jemand, dass wir nur einen Abpraller gehört haben, weil jemand auf Scavs geschossen hat. Sehen können. Jetzt natürlich jetzt jemand Thermalvisier hat, dann sind wir sowieso am Ende. Also kann durchaus sein, dass natürlich das ein Schuss war, der nur irgendwo abgeprallt ist. Das hat man auch häufiger mal, dass das einem selber gar nicht galt. Sondern dass da vielleicht jemand jetzt gerade die Scavs an der Baustelle beseitigt hat. In beiden Fällen sollten wir jetzt alarmiert sein. Es kann sogar so krass sein, dass jemand oben von dem Tower runtergeschossen hat. Oder da oben in dem Busch hockt. Mit einem Auge immer auf die Baustelle achten. So, ich werde jetzt den Busch hier pushen. Hier scheint keiner zu hocken. Aber es kann durchaus sein, dass es uns gar nicht galt. Hier nochmal einen kleinen Beobachtungshalt machen. Also ich habe jetzt hier nichts gesehen, weiß nicht, wie es euch geht. So. Das Versteck nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal mit. Nochmal BP-Munition. Eine Hose. Schmeißen wir das jetzt hier mal weg. So. Können wir uns direkt mal hier ein bisschen Wasser noch gönnen.
Und dann würde ich sagen, machen wir zügig weiter hier. An der Baustelle vorbei. Bis jetzt hat er noch keins. Bis jetzt waren alle Schüsse oben Richtung diesem dämlichen Tower. Und Richtung Ressort. So, warum ich jetzt hier so sprinte, hat den einzigen Grund, dass oben vom Tower gerne Leute runtersnipen. Hier nochmal gucken, ob ihr hier irgendwo Leute querrennen seht. Dem scheint im Moment nicht so. Vor uns war aber einer. Gucken, ob er noch Mates hat. Er wollte uns auch wieder fies abschimmeln. So, dann sagen, schnell den Johnny einsaugen. Mal die besseren Comtechs hier mitnehmen. Das war sogar eine Level 6 Weste. Ja, das ist eine Level 6 Weste, die hatte aber nur noch 20 von die hatte aber nur noch 20 Punkte. Das heißt, sehr wahrscheinlich ist das jetzt einfach durchgeflogen, was ich auf ihn geschossen habe. So, jetzt können wir uns hier. Hier ist eine schöne Position, die habe ich euch auch schon mal gezeigt. Können wir vor allem erstmal aufladen, unsere Munition. Also, was hat der Kollege jetzt falsch gemacht? Warum ist er jetzt so schnell umgefallen, obwohl er eine Level 6 Weste getragen hat? Weil die Haltbarkeit von der Weste über 40% reduziert war. Also die von den insgesamten Strukturpunkten der Weste. Also sie war halt bis zum Get-No repariert. Und je weniger Strukturpunkte von den ursprünglichen Strukturpunkten erhalten sind, umso... Okay, hat BP-Munition drin. Hätte ich vielleicht das Magazin sogar noch mitnehmen sollen. Jetzt haben wir sogar eine Waffe, mit der wir arbeiten können. Ich bin jetzt geneigt, tatsächlich nochmal zurückzulaufen, wenn ich jetzt gesehen habe, dass er BP-Munition genutzt hat. Und in dem Wechselmagazin wahrscheinlich auch BP-Munition drin war. Mir das auch zu gönnen. Also, kommen wir nochmal zum Thema zurück. Wenn eure Westen mehr als 40% verloren haben, selbst nach Reparatur von den ursprünglichen Strukturpunkten, würde ich sie in jedem Falle verkaufen. Das hat ihn wieder nicht interessiert. Weil ihr quasi dann Gefahr lauft, dass ein Schuss einfach ungeblockt komplett durchfliegt. Und das war jetzt in seinem Fall der Fall. Ist das richtiges oder falsches Deutsch? Jetzt läuft ja wieder. Ja, das ist hier im Prinzip übrigens diese Zäune. Da kann es sein, dass manchmal der Schuss gar nicht durchgeht oder vielleicht nur ein Schaden gemacht wird. Das ist halt in diesem Spiel leider auch noch verbuggt. Das gilt aber nicht für die Scavs. Die Scavs können hier völlig unkontrolliert
und wahllos durchschießen. Bei euch kann es sein. So, ich krabbel jetzt hier runter, damit mein Magazin nicht so weit wegfliegt. Ich schmeiß jetzt nämlich das Magazin weg. Das ist die Frage, wo es hingeflogen ist. Ah, da. Jetzt würde ich sagen, laden wir nochmal die BP-Munition, die wir gefunden haben, hier rein. Und dann würde ich sagen, die Scavs da noch leben, ist das eigentlich immer ein gutes Zeichen. Können wir vielleicht noch Tresore looten? Er hat natürlich auch wieder getankt wie ein großer. Sah aus. Bin nicht sicher, ob die Schüsse mir galten. Hallo Freunde, ich bin gekommen, um hier zu looten. Sieht es auch so aus, als wenn hier noch keiner war. Nur noch mal ganz kurz mit dem. Jetzt, wo wir uns einen Scope geschossen haben, können wir natürlich auch hier mal hinter uns gucken, vor uns gucken. So, und jetzt wird es gleich wahrscheinlich Zeit, irgendwelche Sachen rauszuschmeißen. Rolli. I got a Rolli im Arm. So. Erstmal fliegt das raus. So, das. Das fliegt auch raus. Jetzt gucken wir nochmal, haben wir hier noch was? Oh, noch eine Rolli. Streamer-Loot. Streamer-Loot. Das fliegt raus, rein damit. Das fliegt raus, rein damit. So. Jetzt bin ich schon fast geneigt, die Runde anständig zu verlassen. Mach nochmal die Knifte hier voll. So. Mal hier nochmal gucken. Ob hier noch irgendjemand langläuft. Also man könnte jetzt natürlich es auch auf die Spitze treiben und so richtig gierig werden. Aber was wir jetzt auch machen könnten, anstatt dessen, erstmal nochmal die Kasse leer machen. Und jetzt gucken, ob das Boot hinten da ist. Erstmal gucken, ob hier Scavs sind, die uns töten wollen. Gucken, ob da Spieler kommen, uns töten wollen. Für uns gut, man erkennt so gut wie gar nichts. Und jetzt wollen wir schauen, ob wir hier uns mit dem Boot abmachen können. Das wäre natürlich Luxus. Es ist sogar da. Der Luxus ist real. Also das war doch eine deutlich bessere Runde als die Runde, die wir davor hatten. Wir haben jetzt hier eine Hose, die können wir gut verkaufen. Wir haben zwei Roller gefunden. Wir haben eine neue Waffe, eine OP-SKS mit Scope gefunden. Wir haben noch drei Handgranaten mitgebracht. Also das war, alles in allem war das, würde ich sagen, eine Tippi-Toppi-Runde. Und wir haben uns schön aus allem rausgehalten. Wir haben uns trotzdem die Taschen, so gut es geht, halt vollgestopft, haben ein bisschen was gefunden. Also ich würde sagen, das war auf jeden Fall jetzt hier ein Erfolg. Und mit dem Loot, den wir jetzt hier gemacht haben, haben wir definitiv auch gut Plus gemacht. So eine Roller, können wir gleich mal gucken, was die wert ist. Wird auf jeden Fall ordentlich was wert sein.
200.000, 240.000. I take it, aber ich tue die jetzt hier erstmal in mein Sammelsorium rein. Zack. Den Teapot, gucken wir mal, was der wert ist. Das kriegen wir auch bei Therapist, Filter bei Item. So, das stellen wir jetzt hier für 45.000 rein. Hose. Das kommt in unsere Doctex-Tasche. Die Schokolade ist auch ordentlich was wert, die brauche ich aber selber zum Produzieren von Zucker, um dann Moonshine zu produzieren. So, hierfür kriegen wir auch nochmal locker 13.900. Zack. Können wir an Therapist jetzt nochmal den Teapot verkaufen. Ja, und die BP-Munition aus der Knifte hier nicht zu vergessen. Unload Ammo. So, gleich erstmal die Munition hier raus, in Sicherheit bringen, ganz klar. So, BP-Munition, kostbar. Zack. So. Ich würde sagen, das war eine solide Runde. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch selber mitnehmen. Wie gesagt, ich denke, heute war wirklich alles dabei. Wir haben mit den Scavs zweimal überlebt, zweimal uns eine brauchbare Waffe tatsächlich mit rausgenommen, die ist ein bisschen gepimpt. Also wir haben ein bisschen Modding gemacht, wir haben uns nochmal ein paar Verstecke angeguckt. Wir haben auch die bittere Realität von Tarkov gesehen, wie schnell das manchmal sein kann, innerhalb von 2 Minuten, bob, tot. Und wir haben auch gesehen, wie es laufen kann. Wenn man sich ein bisschen mehr Zeit am Ende des Tages lässt, so ein bisschen vorsichtiger ist, da konnten wir dann Spieler mit Hops nehmen, wir konnten uns noch reichlich die Taschen vollstopfen, haben ein paar Verstecke gelootet. Also, alles in allem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. War jetzt natürlich sehr lang, aber ihr habt ja gesagt, ihr wollt unbedingt Tarkov-Content, ihr kriegt von mir Tarkov-Content und ja, falls es euch gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr einfach einen Daumen nach oben da lasst und ansonsten freue ich mich natürlich über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein!